Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Kaltheim-Draft auf Blutzoll-Feuerball. Wer eine kurze Zusammenfassung möchte von den Dingen, die man in diesem Set machen kann und lassen sollte, kann in die Videobeschreibung klicken. Da gibt es einige Informationen. Und jetzt schauen wir mal, was hier los ist. Unsere Rare ist eine 2-3 Death Touch für 3. Die Dämonic Tutor wirft. Nein, sie wirft nicht Dämonic Tutor, sie wirft Vampiric Tutor. Na? Na. Na. Also ich weiß nicht. Im Limited muss man schon ganz schön krasse Bomben im Deck haben, dass die Karte etwas tut. Ansonsten haben wir hier die rote Rune, den roten Schuss für 4 und die Eisbein-Pillar, die wirklich gute Karten sind. Die Pillar natürlich nur, wenn man auch genug Snow-Support hat. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, diese Karte ist keine Bombe, aber die Stats sind okay. 3 Mana, 2-3 Death Touch, muss man sich nicht für schämen. Und wenn man die dazu bringen kann, einfach mal ein Removal oder sowas auf die Library zu suchen, kann das durchaus okay sein. Es ist, ich glaube, im Constructed ist sie deutlich besser als im Draft, aber ich glaube, ich bin gewillt, ihr eine Chance zu geben. So, in diesem Pack fehlt die Rare. Die Uncommons, die wir haben, ist der Typ, der Boast den Schwarm pumpt. Es gibt den Typen, der mit Landfall Token wirft und alle Kreaturen pumpt. Der ist auch sehr gut, kostet allerdings auch 5 Mana in 2 Farben. Der Ring macht beliebiges Mana in Snow. Augury Raven ist die beste blaue Common, glaube ich. Und zu unserem First Pick passt nichts. Es gibt keine wirklich überzeugende schwarze Karte. Diese drei schwarzen Karten sind irgendwie alle playable, aber alle nicht so richtig gut. Schwierig. Ich nehme an dieser Stelle mal diese grün-weiße Karte, einfach nur um zu gucken, wenn das Deck offen ist, ob ich da irgendwas Sinnvolles forcen kann. Dieser Booster suggeriert sehr stark, dass das nicht offen ist. Mal gucken. Es gibt hier an weißen Karten einen okayen 2-Drop. Früher hieß es Glory Seeker und konnte für 2 Mana 2-2 nichts. Story Seeker ist ein bisschen cooler, kann für 2 Mana 2-2 Lifelink. Das ist eine okaye Karte, das ist auch eine okaye Karte. Diese Invasion of the Giants ist in einem ausgewiesenen Giant-Deck sicherlich in Ordnung. So im Vakuum, glaube ich, mittelmäßig. Demon Bolt ist sehr gut. Diese Snow Ramp Karte ist auch tendenziell gut, aber ist ein super schwerer Pick, finde ich. Ich denke, ich nehme mir mal das weiße Removal, weil ich kann mir sowohl schwarz-weiß something als auch grün-weiß something vorstellen. Dann schauen wir mal hier weiter. The World Tree ist eine coole Karte. Super Flavorful kann in Limited aber eher nichts. Hier haben wir wieder den Ring. Bound in Gold ist sehr, sehr gut. Weil es Permanence abschaltet. Ich dachte erst, es wäre ein Arrest, aber es kann nicht nur Kreaturen oder Vehicles abschalten, es kann auch sowas wie so eine Icy Pillar abschalten. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Nichtsdestoweniger ist es ein One-to-One-Removal, was man irgendwann später nochmal beseitigen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier der richtige Pick ist. Ich denke, ich bleibe hier in dem. Ich picke solide weiße Kartenthema, weil die sowohl mit der als auch mit der Karte zusammen harmonieren würden. Ich glaube aber, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber keine ist super überzeugend. So, was haben wir da? Einen blauen Snow Instant. Macht immer 5 Mana Draw 3. Das ist schon mal nicht schlecht. Eventuell darf man noch scryen, wenn man Snowmana hatte. Das Ding da ist auch sehr gut. Das ist immer halt ein Prey Upon, also Fight Spell mit 3 Snow Permanents, was plus 1 ist 0 und Indestructible auf deine Kreatur. Das ist schon sehr solide. Also es wirkt ziemlich so, als wäre grün-blau Snow irgendwie zu haben. Das passt leider nicht so richtig zu unseren First Picks. Nichtsdestoweniger werde ich, glaube ich, mal diese Karte hier picken.
Denn wenn das keiner haben will, ich meine, es ist ein 5-Mana-Instant-Draw-3, wie schlecht kann das sein? Und dann hätte man zumindest schon mal so eine Idee, dass man, wenn man das Snowdeck würde, könnte man so ein bisschen rampen und damit danach wieder die Karten nachfüllen. In diesem Pack gibt es eine Snow-Insel. Man muss darüber sprechen. Basic Lands oder generell Snowlands, auch Snow Duels sind relativ wichtig, wenn man solche Dinge vorhat. Glücklicherweise ist Gravenlore auch ohne Snow Mana eine gute Karte. Ansonsten finde ich die Karten alle nicht so krass. Der hier ist halt richtig gut. Den werde ich auf jeden Fall picken. Das ist ein 4x04er, der ein Snowland raussucht und plus 1 plus 0 hat für jedes Snow Permanent, was man hat. Der kann also Mana fixen und von Snow profitieren. Das ist sehr sweet. Ich glaube mehr und mehr, dass unser schwarzer First Pick eher ein Griff ins Klo war. Den schieben wir mal zur Seite. Dann muss man halt schauen, inwieweit man was mit den bisherigen Picks anfangen will. Ravenform ist eine sehr coole Karte, weil die alle Probleme los wird und dem Gegner ein 1-1 Bird zu geben ist meistens unproblematisch. Außer er hat irgendwie starke Equipments oder sowas, dann ist das natürlich blöd. Und ansonsten mag ich Snowlands, die beliebiges Mana machen können. Da wir im Moment noch nicht so richtig wissen, wo wir hin wollen, ist das auch der Pick, den ich hier mache. Hier haben wir ein Snow Forest. Mit mittlerweile zwei Snow-Karten könnte das durchaus interessant sein. Wir haben einen Dude, der Basic Lands raussucht. Kann also auch unsere Basic Snowlands raussuchen. Das ist nicht so schlecht. Ist die Frage. Ich glaube, die anderen Karten sind nicht so relevant für das, was wir vorhaben. Es ist also zwischen diesen beiden und ich glaube, ich tendiere da zu dem Horizon Seeker. Interessant, dass Arena sogar den Snow Forest vorschlägt. Die Icebind Pillar Table, das finde ich krass. Das ist schon irgendwie so ein halber Icy Manipulator. Und für mich ein Grund, irgendwie im Snow unterwegs zu sein. Hier table das schwarz-blaue Snowland, dieser Snow Dude und der Snow Ring. Und ich glaube, das ist ganz klar der Snow Ring hier. Weil wir sind auf jeden Fall irgendwelche schneeigen, bunten Dinge. Glittering Frost und Augury Raven tablen bei, das finde ich auch richtig krass. Glittering Frost hat im Moment anscheinend noch einen Bug auf Arena. Dazu vielleicht später mehr. Für den Moment finde ich, glaube ich, einfach viel zu krass, dass Augury Raven noch drin ist und picke den. Hier gibt es noch den Replicating Ring, das ist auch Snow Mana. Pilfering Hawk ist auch Snow, also okay, wir sind irgendwas Snowiges. Snow Island als Second to Last Pick ist auch richtig krass. Also, dass normalerweise Basic Lands noch im Booster sind, ist ja kein Ding. Aber Snow Basics haben tatsächlich einen Auftrag in diesem Set. Das ist wirklich schon krass, dass er hier drin ist. So, hier haben wir den blauen Gott. Der ist gut. Der wird größer für jede Karte in der Hand und für jede Foretold Card. Hat die Chance auf Extrakarten und die Rückseite ist auch nicht schlecht. Also, das ist auf jeden Fall der Pick hier. Das Ding hier ist ansonsten auch gut, wenn man in Grün und Weiß drin ist. Verteilt erst 2 Plusmarken und da macht es die größte Kreatur vom Gegner weg. Definitiv eine Top-Karte. Wir haben hier nochmal eine Raven-Form. Den weißen Tokenschmeißer, einen grünen Fightspell. Der Booster ist auf jeden Fall voll, aber wir nehmen hier den Allround. Jo. Search for Glory hat mein Kollege Solaris, glaube ich, zu Recht als eine 6 in Schulnoten oder als eine 0 von 0 bezeichnet. Da muss so viel zusammenkommen, dass die Karte irgendwas kann, das machen wir nicht. Snow Forest ist okay. Ansonsten ist hier echt gar nicht so viel drin, was uns interessiert. So generischer grüner Fetti ist okay, aber. Also, ich reserviere erstmal diesen Snow Forest. Und dann schauen wir mal, was hier so Phase ist. Wir haben mittlerweile wirklich viel Blau gepickt. Wir haben auch genug Mana Fixing. Grün ist es
Gar nicht so unbedingt. Also momentan sind wir tendenziell eigentlich blau-weiß mit Splash-Grün. Naja, wir nehmen trotzdem den Forest. Und dann gucken wir mal, was passiert. Hier hätten wir ein potenzielles Five-Color-Snowland, was sehr in Ordnung ist. Und der Booster sieht insgesamt sehr unbeeindruckend aus. Das Doomscar-Oracle ist ganz in Ordnung. Allerdings auch nicht unbedingt, was wir suchen. Also ich nehme hier ganz entspannt das mehrfarbiges Snowland. Das Snow-Covered Plains könnte sehr gut sein für uns. Aber hier gibt es auch einen 4-Mana-3-2-Flieger, der bei Bedarf mal billiger sein kann. Der ist eventuell der bessere Pick. Wir haben auch noch das Valkyrie Sword, was ein durchschnittliches Equipment ist. Aber wenn man das Mana zusammen hat und wir sind quasi ein Ramp-Deck, dann bringt das direkt einen 4-4 Angel Token mit, sodass man für 7 Mana einen 6-5 Flying Vigilance castet. Das ist nicht so schlecht. Ich nehme das mal vor dem Hintergrund, dass wir zwei Ringe haben und theoretisch Dinge damit tun können. Hier haben wir ein zweites Bounden Gold, was ich sehr gut finde. Ich mag auch diesen Lootervogel sehr, sehr gerne. Rune of Sustenance ist aber auch sehr gut. Wir haben gerade das erste Equipment aufgesammelt. Runen auf Equipment sind wirklich gut. Bisher waren wir aber eher so im Snow-Thema unterwegs. Bis wir, naja, eigentlich, ehrlicherweise, wir surfen gerade wild durch die Themen, die gerade irgendwie in Grün, Weiß, Blau vorhanden sind. Schwierig. Aber ich glaube, die Karte hat mehr Upside als der Pilfering Orc. Der Pilfering Orc ist common, den sieht man irgendwann nochmal wieder. Wir nehmen erstmal die Rune. So, wären wir mehr grün in der Main Color, hätte ich hier einige Kandidaten, nämlich den Lichara Glade Warden, der sehr solide ist, und Eyesight Troll und Sculptor of Winter, die sehr gut beide mit dem Snow-Thema harmonieren. Bin ich Early Game Grün? Ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Ich weiß es noch nicht genau. Es kann passieren, dass ich das werde und dann ist der Sculptor of Winter sicherlich gut. Wir schauen mal, wo das hinführt. Sword Coming ist eine okay Vorteilkarte. Ich glaube, Augury Raven ist im Limited eine bessere Vorteilkarte. Und der Rest der Karten ist mit Ausnahme der Snow-Covered Island nicht so relevant. Aber Augury Raven ist wirklich eine der besten blauen Commons, den nehme ich sehr gerne mit an der Stelle. Gibt es einen Haufen passabler Kreaturen, aber ich glaube, ich möchte da einfach den Snow Forest haben. Hier ist nichts, was mich vordringlich interessiert. Der grüne Fight Spell ist okay, der blaue Changeling ist okay. Eistunnel könnte man drüber nachdenken, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich schwarz splashe. In diesem Booster kommt sehr viel Grün. Es kann aber auch sein, dass es das klassische der zweite Booster Grün ist, was halt so übrig bleibt, weil wir es in Booster 1 gekartet haben. Entsprechend dürften wir uns nicht auf besonders viel Grün in Booster 3 einstellen. Ich nehme an dieser Stelle mal dieses Equipment, was ich prinzipiell ganz cool finde. Wir haben auch schon eine Rune gepickt. Mal gucken, ob das vielleicht was kann. Das kann alles nicht so besonders viel. Ich habe keine Synergien damit, Dinge in meinen Graveyard oder in den gegnerischen Grave zu kriegen. Ich habe auch mit dem dann nicht so viel Synergien, aber den finde ich im Vakuum ein bisschen besser. Rot-Blau sind wir ganz sicher nicht, Giants auch nicht. Struggle for Scamfer ist ein okayes durchschnittliches Removal. Den Yeti kann man vielleicht spielen, den kann man nicht spielen. Den auch eher nicht. Also, auf geht's. Wow, schon wieder ein Snowland als Second to Last Pick. Alter, Snowland als Last Pick. Snow ist definitiv offen. So, wir haben eine weiße Rare. Ich finde 3 Mana, 2, 3 Flying Vigilance schon okay. Sie hat den Random-Effekt, dass Snowlands beim Gegner getappt reinkommen. Das ist medium relevant. Er macht Non-Creature-Spells nochmal random teurer. Das ist auch eher medium relevant. Aber die Grundstats finde ich schon sehr gut.
Es reicht mir auf jeden Fall, um den da zu reservieren. Zumal, na, vielleicht abgesehen von diesem Bergstrider, der in einem Snowdeck wirklich okay ist, ich ja nicht so direkt sehe, was ich sonst picken würde. Die Rückseite ist auch durchaus in Ordnung. Ja, ich nehme die auf jeden Fall. The Best of the Jara. Witzig. Das ist jetzt mein dritter Draft, den ich auf Arena mache in diesem Format. Und es ist das dritte Mal, dass ich The Best of the Jara sehe. Und die Karte finde ich wirklich anständig. Die Pillar finde ich nach wie vor auch sehr anständig. Verdict ist auch in Ordnung. Behold the Multiverse ist in Ordnung. Um Snowmana müssen wir uns ja anscheinend in diesem Draft keine Sorgen machen. Das pickt ja keiner. Lieber hätte ich irgendwelche richtig guten Karten, die im Zwei-Mana-Slot liegen. Aber gut, was will man machen? Die Menge an Changelings hält sich bisher in Grenzen. Ich glaube, dass es tatsächlich besser ist, hier die zweite Eisbein-Pillar zu picken, weil das wirklich gutes Payoff für das Snowmana ist. Hier haben wir ein Land, was unsere Farben fixt. Die Saga synergiert hauptsächlich mit Fort Tell. Wir haben eine überschaubare Menge Vorteil. Zwei Ravens haben wir, zwei Struggle for Scamfer, aber das war's auch. Ich glaube nicht, dass ich das hier nehmen möchte. Dann nehme ich eher das Land oder eine Valkyrie oder den Augury Aven oder auch Relbind the Monster, weil es ein günstiges Removal ist, wovon wir bisher noch nicht so richtig viel haben. Aber im Vakuum bin ich da bei Magic Arena. Augury Raven ist einfach eine super, super solide Karte. Ein weiteres Struggle for Scamfer, aber wir haben schon zwei, das möchte ich eher nicht. Inga Runeis ist eine coole Karte, ein Hill Giant, der Scry 3 macht. Und falls mal irgendwie ein großer Tausch oder ein Mass Removal passiert, zieht man noch drei Karten. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ansonsten, tja, ist die Frage. Fürs Early Game haben wir hier nicht so wirklich was. Ich denke, ich nehme die Inga Runeis. Also ich fände den, glaube ich, auch okay, aber so richtig großartig ist das hier alles nicht. Wow. Das ist jetzt Pick 5. Wir kriegen eine Righteous Valkyrie. Ich meine, das ist immer 3 Mana 2 für Flying. Whenever another Angel or Cleric or Changeling ETB, dann passieren Dinge. Und also die nehme ich auf jeden Fall. Das sind gigantische Stats. Und vielleicht können wir random mit dem Effekt noch was machen und wenn nicht, ist das, glaube ich, auch okay. Hier ist die Entscheidung, glaube ich, zwischen einem günstigen blauen Removal und einem günstigen blauen Flieger, der mit Snow noch scryen kann. Die anderen Karten sind eher irrelevant. Sieht mehr und mehr so aus, als würde Grün zurück ins Realm des Splashes verbannt werden. Und ich glaube, ich habe lieber so einen Early Flieger als dieses Removal, was mich schon mehrfach enttäuscht hat, weil es halt ein Removal ist, was in der entscheidenden späten Phase des Spiels oft nichts mehr macht, weil man ihn da einfach nicht mehr casten kann, ohne daran zu sterben. Hier haben wir nochmal eine okay Frontell-Kreatur. Hier haben wir einen Early Drop der Mana für Instant Sorcery oder Fortell from Handmade. Ich glaube, der ist sogar noch besser. Eine Actual Board Präsenz mag ich, glaube ich, sehr gerne. Hier haben wir einen Eyesight Troll, den ich gut finde. Ich mag den Changeling. Allerdings sind wir wahrscheinlich nicht Early Grün. Mittlerweile könnten wir mehr Fortell-Karten haben. Ne, das hält sich immer noch relativ in Grenzen. Wir nehmen die Karte, glaube ich, trotzdem. Mist of the Jar finde ich eine sehr okay Karte. Cometric und Removal in einem. Behold the Multiverse finde ich sehr, sehr sweet. Swamp werden wir nicht brauchen. Ich denke, dass Grün bei uns nicht über einen Splash hinauskommt. Das heißt, Risen Seeker wird nicht gespielt werden. Sculptor of Winter und Risen Seeker nicht. Vielleicht splashen wir sowas. Mal gucken. Nehmen wir noch so Nico Defies Destiny, werden wir wahrscheinlich nicht spielen. Das spielen wir auf keinen Fall. Die brauchen wir auch nicht. Vielleicht spielen wir einen Runner Shore. Behold
Ultimate Multiverse und Bergstrider und Ravenform. Meine Güte, das sind alles wirklich spielbare Karten. Wir haben noch nicht so viel Late Game. Ich nehme mal diese blaue Karte. Schwarz kriegen wir nicht gesplashed. Ja, das ist richtig, dass das keiner will. Interessant. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass hier niemand so ganz exakten Plan hatte, was los war. Exklusive mir selbst. So. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich schmeiße das hier alles mal raus und wir bauen das Deck mal from scratch. Also klar ist auf jeden Fall, wir haben eine Menge blaue und weiße Karten. Und wir sind irgendwie im Snow-Thema. Die Frage ist, können wir Neko Device Destiny sinnvoll verwenden? Wie viele Fortell-Karten haben wir, die wir tatsächlich spielen werden? Da wären da auf jeden Fall mal drei Augury-Elfen, die schon mal sehr gut sind. Das reicht jetzt, glaube ich, nicht, um Neko Device Destiny zu spielen. Und ansonsten, na, Iron World Verdict spielen wir wohl wahrscheinlich schon. Aber ansonsten passiert ja nicht so viel im Vorteil-Segment. Ich glaube, die Karte macht einfach doch eher erfrischend wenig. So. Wie sieht das denn im Snow-Segment aus? Wir haben eine Snow Plains. Wir haben zwei Shimmerdrift Veils. Wir haben zwei Replicating Ring, die wir spielen könnten. Wir haben auch zwei Snow Forests. Also für ein richtig deepes Snow-Thema reicht es eigentlich nicht. Die Forests will ich nur spielen, offensichtlicherweise, wenn ich etwas Grünes splashe. Den Ring will ich eigentlich nur spielen, wenn ich Verwendung für das Extra-Mana habe. Also schauen wir mal, wie das Deck sich ausgestaltet. Alrund ist eine im Vakuum sehr gute Karte. Gravenlore ist auch ohne Snow gut. Ich glaube, der ist auch solide genug als Mana-Quelle. Der hätte schon echt gerne Snow, genau wie der Bergstrider. Ich glaube, das sind schon genug Argumente, vor allem, weil wir auch Doppel-Eisbein-Pille haben, dass wir auf jeden Fall irgendwas mit Snow zu tun haben wollen. Müssen wir mal schauen, wie das aufgeht. Das Equipment und die Rune sind, glaube ich, okay. Karten, das ist jetzt nicht so das super streamlined Deck, was damit irgendwas anfangen könnte, aber im Vakuum sind die beiden Karten schon in Ordnung. Das hier ist ein Removal, das spielen wir auf jeden Fall. Die beiden Karten hier sind Rares, die an sich schon gute Stats haben, sind beides 3 Mana, 2 Power Flieger, die 3 respektive 4 Toughness haben. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ansonsten werde ich wahrscheinlich Mists of Lejava spielen wollen, weil es einfach ein Combat Trick slash Removal ist. Und wenn wir dieses ganze Snow-Ding spielen, könnten wir auch ohne Schwierigkeiten grün reinnehmen. Weil die Karte ist einfach solide, kostet nur einen grün, die kann man also splashen. Das Ding ist auch prinzipiell gut, weil wir viele Snow Permanents haben und der uns noch mehr Dinge raussucht. Ich würde tendenziell gerne auch den Replicating Ring spielen. Das Problem ist so ein bisschen, dass unsere Kurve nicht super hoch geht, sodass wir von dem Mana eventuell gar nicht so viel haben. Die Frage ist allerdings auch, was will man stattdessen reintun? So richtig krass überzeugt bin ich von diesem Deck auf jeden Fall nicht. Wir haben bisher 12 Kreaturen, da darf auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Ja, ich meine, Ingarun heißt ein Hildren, der Scry 3 macht, das kann schon mal nicht schlecht sein. Ich denke, ich werde von diesen Rings absehen und stattdessen einfach Länder spielen. Ich habe ja 5 Snowlands. 7 Snowlands, das müsste eigentlich easy reichen, um die Pillars und Pilfering Hawks und so weiter zu aktivieren. Dann gäbe es noch 2 Slots, die ich füllen könnte.
Idealerweise mit Kreaturen. Ich denke, ich nehme da so einen Yeti mit ins Team. Das ist ein Hill Giant, der nochmal Evasion Ability hat. Und der kann den Draw nochmal ein bisschen fixen. Jo, also insgesamt finde ich das Deck relativ unbeeindruckend. Es hat eine Menge solide Karten, aber es hat jetzt nicht den super großen Masterplan. Und ich habe auf jeden Fall in den wenigen Drafts, denen ich schon beiwohnen durfte in diesem Format, beeindruckendere Dinge gesehen als das hier. So viel lässt sich schon mal zusammenfassen. Naja, wir schauen einfach mal, wie weit ich damit komme. Weitere Forests brauchen wir in dieses Deck auf jeden Fall nicht reintun, denn wir haben schon zwei und zwei Shimmer Drift Whale, die auch noch grünes Mana machen können. Also kann sich der Rest auf grün und auf blau und weiß verteilen. Weiß haben wir bisher 1, 2, 3 mögliche Quellen. Wenn wir auf die magischen 8 kommen wollen, brauchen wir 5 weitere. Bei Inseln verhält sich das ähnlich. Wir haben 4 potenzielle blaue Quellen. Mit 5 Inseln wären wir also bei 9. Ist die Frage, wollen wir mehr weiß oder mehr blau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17 mal blau, wesentlich weniger weiß. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, hier mehr Blau reinzutun. Tun wir das doch mal. Dann schauen wir doch mal, ob dieses Deck irgendetwas reißen kann. Also für mich sieht das tatsächlich eher aus wie ein Haufen und ich wäre sehr geehrt, wenn es irgendetwas risse. Allerdings, habe ich da so eine gewisse Skepsis. So ungefähr wie, Draften ist von mir mehr so ein Hobby. Das sind Dinge, die ich zumindest tun kann. Mit Iron Verdict und Mists of Legara kann ich ganz okay im Early Game interagieren. Zumindest mit den durchschnittlichen Dingen, die Leute tun. Ich muss natürlich schaffen, irgendwie Mana zu finden, um sinnvolle Dinge zu tun. Das ist schon mal kein Mana. Aber wir können ein Iron Verdict vortellen und mal gucken. Das ist schon mal schlecht. Einzige Hoffnung ist, wir können Iron Verdict auf den Typen spielen, sobald er ihn tappt. Da macht er zumindest nur einmal Unfug. Das gibt Pumps bei C plus 4 plus 4 geben. Das heißt, wir sollten jetzt davon absehen, da 5 Schaden drauf zu machen. Schauen wir uns lieber erstmal an, was hier noch so passiert. Klar, mach doch mal. Irgendwie spielen Gegner hinten immer falsch. Eventuell hätte ich den gerne gehabt, aber also ich würde den immer zum eigenen Drawfix verwenden, diesen Power Thief. Weil es total. Es gibt schon wieder einen Power Thief. Mein Gott, in jedem Set brauchen sie einen Zungenbrecher für mich ein. Unfassbar. Ich bin zwar Anglist, aber das TH, das kann ich doch nicht. Warum brauchen sie schon wieder einen Power Thief? Furchtbar. So. Ich habe auf jeden Fall auch so einen Thought Thief. Na, ich gucke mal bei mir selber. Nein, ich hätte gerne grünes Mana irgendwann. Blaues Mana hilft mir. Na, es ist Snow. Ja, ist schon gut. Kann ich nächste Runde Pillar legen und aktivieren? Das ist nicht so schlecht. Bin ein Mana näher an Ravenlore. Ja, das ist schon in Ordnung. Oh, hier, Glittering Frost. Ich erwähnte, dass diese Karte so ein paar Issues hat. Im Moment scheint es nämlich so zu sein, wenn man die Karte auf ein Land spielt und man selber auf das Land klickt, dann kackt Arena ab. Wir werden sehen, ob unser Gegner gleich irgendwann mal einfriert. Dann ist es nicht seine Schuld, dass er einfach unhöflicherweise Zigaretten holen gegangen ist, sondern es liegt wirklich daran, dass Arena ein Fail eingebaut hat. Genau, an dieser Stelle habe ich jetzt nicht so viele Optionen, aber ich kann Eisbeinpillar spielen, habe Snowman offen. Damit kann ich Artifact oder Creature tappen, keine Länder. Also sage ich einfach Go.
Er hat leider davon auch schon gehört und benutzt den Autotapper. Das ist natürlich mega unhöflich von ihm. Anstatt einfach mal einzufrieren, so wie ich das getan habe, als ich nicht davon wusste. Pff. So. Ich kann den einen tappen und den anderen misten und dann vielleicht Next Round Gravenlore spielen. Oder ich mache das lieber jetzt, um irgendwelche Dinge zu finden, die Dinge tun. Ich meine, noch habe ich genug Leben. Ich könnte mir den Gravenlore Vacancy-Zug auch mal gönnen. Aber nee, ich glaube, es ist besser, erstmal den Gegner dran sein zu lassen, weil es besteht eine gewisse Chance, dass ich nächste Runde Gravenlore caste und noch danach einen Mana offen habe, um die Iceband Pillar zu benutzen. Dort ist besser. Nico Ares, ja, der ist ganz gut. Das kann ich offensichtlicherweise nicht countern. Dann schmeißt er jetzt zwei Shard-Tokens. Noch einen weiteren. Ja. Alles nicht so schlecht. Dann toppen wir mal den da. Misten den da. Schauen wir mal. Aggressiv Druck legen geht mir hier leider halt total ab. Ich kann aber Gravenlore spielen und ich glaube, ich finde es an dieser Stelle wichtiger, das Mana für den Pillar offen zu haben, als den Scry 1 vor das Gravenlore zu schalten. Nächste Runde können wir dann Valkyrie Sword mit Token machen, was schon gar nicht so schlecht ist. Aber machen wir uns nichts vor gegen Nico Aris, der jetzt schon drei Card Draws geworfen hat. Ach ja, das macht er auch noch. Dann war das mit den Mists eventuell gar nicht so gut. Aber andererseits, besonders schnell ist das auch alles nicht. Ich auch noch vergessen zu tappen. Das ist alles sehr unsauber, was ich veranstalte. So, jetzt gibt es diverse Möglichkeiten. Es wäre schön, den da vor dem da zu legen, damit wir Maximum Value kriegen. Entsprechend könnten wir erstmal so einen Bär legen. Der kann mal ein ungetapptes Snowland suchen. Dann legen wir das da dazu. Und wir gucken mal. Oh, witzig. Es wird gar nicht auf die Hand zurückgebracht, weil es ja kein Damage dealt. Da war das mit der Aura doch gar nicht so falsch. Interessant. Jetzt hat er in seiner Main Phase einen 5-6 Flasher gespielt. Never cease to amaze me. So, erstmal noch auf ein Leben geworfen. Reach hat keiner von den Schergen. Dann wird jetzt auf jeden Fall erstmal Nico heftig angegangen. Ordentlich weggetackelt. Ja, mach mal deine. Es tut mir leid für diese
10-sekündige Verzögerung. Ich dachte, das passiert jetzt automatisch und ich kann mir mal so ein. Was kann der auch noch? Was kann denn der alles? Junge. Freche Karte. Ja, man sollte sich gegnerische Karten durchlesen, aber ich finde, das ist so viel Text in diesem Set, das macht mich total fertig. Ich tappe mal den großen Dude hier und gehe mal davon aus, dass er uns nicht mehr angreifen möchte. Diese Annahme ist korrekt. So. Bevor der mir noch mehr Missreads beschert, werde ich dann wohl mal den Planeswalker mit meiner Engelwalküre hier beseitigen. Weiterhin gibt es schon mal einen Bergstrider, der diesen großen Dude hier mal beiseite nimmt. Könnte dann mein Spirit doppelblocken. Der wird allerdings auch beide seine Kreaturen mitreißen. Das finde ich, glaube ich, in Ordnung. Der muss sich um Nico kümmern, der kann sich um ihn kümmern. Wenn er doppelblocken will, soll er das tun. Wenn er singleblocken will, darf er das auch sehr gerne tun. Ein 1-4 fliegender Changeling. Stört mich das? Wir werden sehen. So, er looked at the top card. Das ist keine Snow Card anscheinend. No extra value for him. Ja, also der muss nicht unbedingt angreifen dürfen. Nicht so der Gigantophant. So, wie können wir denn selbst angreifen? Der Flieger kann easy angreifen. Bergstrider würde 1 zu 1 tauschen. Spirit würde auf jeden Fall 2 zu 1 tauschen. Ja, ich glaube, ich mal die Pre-Combat nichts tappen und einfach mit den beiden großen reinhauen. Ja, das ist total okay für mich. Tausche ich den gegen 2, mache ihm 6 Damage in der Luft. Und alles ist soweit erstmal gut. Problem ist nur, ich habe ein Land auf der Hand und der hat möglicherweise mehr Dinge, weil Nico ihm mindestens 3 Shards geworfen hat. Sehr episches Spiel insgesamt. Augury Avon. Noch ein Mistwalker. Das ist stark. Das ist in der Tat stark. Boah, ich meine, das wäre ein Free Attack eigentlich. Das kann ich so nicht zulassen. Boah, es wäre richtig gut gewesen, hier irgendwas zu ziehen, was nicht Land ist. Das Schwert gibt plus 2 plus 1. Ich würde nur gegen einen der Flieger tauschen, was recht enttäuschend ist. Dann nehme ich mal die Freedom of Choice hier raus.
Ja, man kann schon nicht leugnen. Also ich muss hier noch Dinge ziehen, sonst wird das nichts mehr. Plus 2 plus 1 bedeutet, der wäre 3, 4. Muss ich den halt durchlassen? Das Reequippen macht keinen wirklichen Unterschied. Na gut, ich kann gleich nicht tappen, weil ich jetzt tappen musste. Das ist natürlich schlecht. Ja, aber es macht alles im Großen und Ganzen schon keinen Unterschied. Der Flieger hat ja auch Vigilance, das heißt, ich kann mit dem auch blocken. Der ist recht egal, ich habe genug Leben. Jetzt stellt sich halt die Frage, wer topdeckt besser? Das Problem ist, er hat einen Frost Augur, der ihm helfen kann, Dinge zu topdecken, wie zum Beispiel das da. Oh, Burgstrader, oh Gott. Ja, das ist ein furchtbar guter Draw. Das könnte das Spiel entscheidend sein. Oh. Andererseits, was kannst du? Verwendet immer ein Damage. Die A-Seite ist fast egal, mit der Einschränkung, dass ein 2-3 Flieger natürlich immer noch ein 2-3 Flieger ist. Man verhindert auch Damage auf Permanence We Control. Also, das ist schon gar nicht so schlecht. Es macht pro Source Prevent One Damage. Das kann so schlecht nicht sein. Das bedeutet im Klartext. Die macht 0, der Raven macht 2, der macht 3. Ich glaube, das bedeutet im Klartext. Dass wir mit dem Bergstrider mal gucken müssen, was so möglich ist. Aber wir können andererseits auch einfach keinen guten Trade damit machen. Es hilft einfach nicht. Es reicht nicht. Wir können. Egal wie wir angreifen, der Bergstrider würde einfach unterm Strich nur 1 zu 1 tauschen. Du musst einfach hier aufpassen und gucken, was passiert. Dann hoffen wir mal, dass der Frost Augur nicht zu viel Value macht. Diese Runde macht er dankbarerweise keins. Da ist noch ein Ice-Hide Troll, was den Attack auf dem Boden auf jeden Fall erschwert. So. Ich muss jetzt eigentlich keinen Flieger tappen, weil durch mein legendäres Artefakt ist mein Flieger nicht mehr in Gefahr. Bedeutet also, dass sie einfach die größte Kreatur von ihm rausnehmen kann. Achso, die haben noch eine Pump-Ability, ne? Ja, fair enough. Ah, sehr gut. Da lohnt es sich ja sogar, dass. Den Forest auf der Hand zu behalten. Das Land auf der Hand zu behalten. 6,5. Er kann meiner Kreatur Stand jetzt 2, 5, 6 Schaden machen. Das ist natürlich zu viel. Aber er wird auch schon ganz okay wegtauschen.
Gehen wir mal schauen, was passiert. Das ist ein Jump, das ist auch ein Jump. Okay, fair. Das war einfacher als gedacht. Okay, dann spielen wir den Hawk und sagen Go. Das resolved selbstverständlich. Findet nichts. Pigment ist eine gute Karte. Verzaubert mein Flieger-Token, kriegt dafür 4 Damage. Okay. Dann kann ich ihm wieder was aus meiner Decke rausnehmen. Dann nehmen wir natürlich den größten. Der wird mir dann 2 Schaden machen, das ist wohl okay. Uff. Ja. Also ich kann seinen Flieger tappen, meinen Flieger equippen und ihn für 3 hauen. Er ist out of cards. Im Rebeats habe ich dann 2 Blocker gegen seine größten Kreaturen. Kriege 2, 4, maximal 6, 8. Das würde ich überleben und er kann eigentlich einen All-Out-Attack nicht überleben. Tja. Wie relevant wäre das? Also, ich glaube, ganz ehrlich. Wir machen hier mal die harte Gönnung. Ich glaube einfach mal daran, dass sein Draw schlechter ist als mein Draw. Wir tappen das Ding und gehen attacken. Leider macht es keinen Sinn, mit irgendeiner anderen Kreatur zu attacken. Wir bringen ihn also auf 1, müssen jetzt hoffen, dass wir überleben und einen Weg finden, nächste Runde zu gewinnen. Was natürlich ein Problem ist, da unser Flieger auch unser Looter ist. Diese Personalunion ist eher negativ. Hoffen, dass er jetzt whifft und keinen Nuts trifft. Der whifft schon mal, das ist gut. Er hat ein Land, das ist auch gut. Das heißt, er muss sich jetzt eigentlich zurückhalten. Der Bergstrider wäre besser zu Hause geblieben. Weil den trade ich einfach ab. Das ist dann der Win. Wow. Okay. Ich hatte gedacht, wir panzern hier so ein entspanntes 4 zu 3 oder 5 zu 2 in einer halben Stunde durch. Ist nicht so. Und ich glaube, das ist etwas, was in Kaltheim generell nicht passiert. Das Format ist super grindy, super komplex und auch ziemlich cool. Und entsprechend werde ich das Video an dieser Stelle auch beenden, denn ich muss so langsam mal ins Bett. Es ist immer noch der erste Kaltheim Release-Abend und es ist langsam spät geworden. Ich lasse euch nur selbstverständlich wissen, was hierbei rausgekommen ist. Das lest ihr wahrscheinlich auch schon in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Draft-Prozess und konntet diesem Spiel einigermaßen etwas abgewinnen und konntet vor allen Dingen die Erkenntnis mitnehmen, die ich schon prognostiziert habe. Kaltheim ist ein super komplexes, super cooles Limited-Format, wo es super tiefe Entscheidungen gibt und tiefe Interaktionen. Und ja, das Set sieht wirklich so aus, als würde es Bock machen.
Wofür es nicht geeignet ist, ist schnelles Durchgrinden, um auf Mythic zu kommen. Was eigentlich das ist, was ich vorhatte in den letzten 2 Tagen dieser Season. Aber naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf den nächsten Draft mit euch. Macht's gut und bis dann.